Ja, herzlich willkommen zu diesem Video, dein Seelenkontakt. Die Seele ist etwas, was wir so gar nicht richtig wahrnehmen können, spüren können. Es ist so etwas Großes, Undefinierbares. Aber das war lange, lange auch meine Ansicht. Die Seele ist aber dein innerer Führer und die Seele weiß genau, was sie will. Und es geht darum, immer mehr und mehr deine Seele zuzuhören, Kontakt mit ihr zu haben. Und ich bitte jetzt die geistige Welt darum, dass sie dir mitteilt, wie du Kontakt zu deiner Seele haben kannst und wie es überhaupt Seele auch ist mit dem Verständnis des neuen Bewusstseins. Ja, ganz herzlich willkommen. Hier sind wir, die universellen Energien. Wir freuen uns sehr, dir mehr über deine Seele zu erzählen. Wenn du fragst, woher deine Seele ist, dann können wir dir nur sagen, sie entstammt aus der Liebe. Und deine Seele hat schon viele, viele, viele Reisen gemacht, auch wenn du das absolut nicht weißt, wenn du das nicht fühlst und wenn dein Verstand das auch nicht glauben mag. Du warst auf verschiedensten Planeten, in verschiedensten Universen, mal weiter, mal näher. Und deine Seele hat sich entschlossen, hier Erfahrungen auf der Erde zu tun. Hier diesen Planeten zu besuchen und die Dualität in ihrer ganzen Tiefe zu erfahren. Und das geht nur auf diesem Planeten. Und mit jedem Leben, das du gehabt hast, mit jeder Erfahrung, bist du ein Stückchen weiser geworden. Mit anderen Worten, deine Seele strotzt vor Weisheit. Wusstest du das? Und es geht darum, dass du diese Weisheit langsam, aber sicher in dein Leben holst, dass sie dir bewusst wird. Wie kannst du denn das tun? Du hast so viele Erfahrungen in dir, wo du findest, das ist negativ, das ist nicht gut gewesen, aber das ist auch ganz viele Erfahrungen der Freude und der Liebe in dir. Und es geht darum, dass du dir erlaubst, auf deine Art und Weise Kontakt mit deiner Seele aufzunehmen. Der eine macht das mit Meditation, der andere macht das beim Spazierengehen, der andere sagt, das ist für einen Freund für mich. Mache ganz dein eigenes Bild dazu, wie du da mit deiner Seele kommunizieren kannst. Die Stimme deiner Seele ist eher sehr leise. Und deine Seele macht nicht das, was dein Verstand will, sondern deine Seele macht das, was sie erfahren möchte, in diesem Körper zu dieser Zeit jetzt. Und darum sagen wir auch immer, der Körper ist ein Ausdruck deiner Seele. Und wir sagen auch immer, die Augen sind die Tore zu deiner Seele. Also eine Möglichkeit ist von uns aus her gesehen, dass du dir ganz bewusst in deine Augen schaust, mal rechtes Auge, dann linkes Auge. Was sehe ich wirklich in mir drin? Welche Schätze beherberge ich denn in mir? Was verstecke ich auch? Dass man ja nicht erkennen kann, welche Weisheit ich habe. Und Weisheit hat jede Seele, ganz egal, welchen Beruf du ausübst, ganz egal, welches Alter du hast. Das hat nichts damit zu tun. Es hat damit zu tun, dass du viel Weisheit in dir trägst, dass du viel Mitgefühl in dir trägst. Und diese Weisheit fördert Mitgefühl, fördert Toleranz dem anderen gegenüber, fördert das Verständnis, je nachdem einer Situation, einer Person gegenüber, wenn du mit dieser Weisheit immer mehr und mehr in Kontakt kommst. Es geht aber auch darum, dass du vor allem in dieser Zeit, heute, in den nächsten Wochen, Monaten, sehr, sehr, sehr darauf achtest, welche Intuitionen, Impulse kommen dir. Weil die Seele arbeitet mit deiner Intuition. Die Seele arbeitet nicht mit deinem Verstand.
Die Seele sendet dir Impulse, die du gebrauchen kannst. Also höre sehr gut hin oder nimm diese Impulse wahr. Mach sie nicht einfach ab als etwas, ja, könnte möglich sein, aber... Nein, es geht darum, achte auf deine Impulse, auf deine intuitiven Einfälle. Weil deine Seele sendet dir da die Botschaft, was sie gerne als nächstes mit dir erfahren möchte. Was sie als nächstes ausdrücken möchte hier auf diesem Planeten. Was sie als nächstes zeigen möchte. Und jetzt ist die Zeit, wo du mehr und immer mehr in dein Bewusstsein hineinkommst und immer mehr und mehr aus der Fremdbestimmung aussteigst. Es geht um Eigenverantwortung, Selbstverantwortung, Selbstbewusstsein und deine Seele führt dich immer mehr und mehr dahin, dass du deinen eigenen Ausdruck nach außen gibst. Ganz egal, was dein Umfeld meint. Die Seele bringt dich auch mit deiner inneren Wahrheit in Kontakt. Das, was du hier drin fühlst, das, was dir die Seele sagt, schau, für dich ist das stimmig, für dich ist das wahr. Höre darauf. Ihr habt dann die Tendenz zu schauen, ja, was sagt rechts, was sagt links, anstatt einfach mal diese Wahrheit für dich anzunehmen und zu schauen, was kann ich mit dieser Wahrheit? Kann ich da etwas bewirken? Kann da jemand etwas damit tun? Je mehr du bei dir ankommst, desto mehr hörst du, was deine Seele dir mitzuteilen hat. Deine Seele ist der Führer von deinem Verstand und nicht umgekehrt. Also sage deinem Verstand, mein lieber Verstand, die Seele weiß genau, was wir wollen. Du hast das Gefühl, du weißt, was wir wollen. Und du hast das Gefühl, du weißt wie. Aber wir schauen mal, wohin uns die Seele bringt. Und dann können wir immer noch schauen zusammen, ist das was oder ist das nichts? Und ganz klar hat deine Seele eine innere Führung. Das ist deine innere Stimme, das ist dein hohes Selbst, das ist dein Über-Ich. Es gibt ganz viele Begriffe dazu. Das ist deine innere Göttin oder deine Göttlichkeit. Die Seele hat ja auch ihre vielen Erfahrungen gemacht und ist zum Teil auch ein bisschen noch abgespalten, nicht alles da, das würdest du gar nicht aushalten als Energie. Aber deine Seele hört auf die Führung der Liebe. Und deine Seele möchte, dass du den Weg der Liebe gehst. Deine Seele will nicht mehr, dass du den Weg der Angst gehst. Glaub mir, sie hat die Schnauze voll davon. Deine Seele weiß, wie es ist, in der Angst zu haben. Und deine Seele hat die Angst als Weisheitslehrerin jahrhundertelang, viele, viele Leben lang gehabt. Und jetzt möchte sie wieder von der Liebe geführt werden, von der Weisheit geführt werden. Und das möchte sie gerne durch dich ausdrücken. Und was soll ich denn tun? Hab ja keine Ahnung. Lass es auf dich zukommen, was deine Aufgabe ist. Hole dir Unterstützung bei Menschen, die die Seele wahrnehmen können, die die Seele hören können, die dir wie übersetzen können, was deine Seele gerne als nächsten Schritt tun möchte. Ihr hört immer sehr viel von der Lebensaufgabe. Deine Lebensaufgabe ist, authentisch zu sein. Deine Lebensaufgabe ist es, mit deiner Seele in Einheit dich auszudrücken. Das ist deine Lebensaufgabe. Und das ist egal, womit du das tust, weil deine Seele weiß ganz genau, womit sie das tun will. Das kann sein, dass du im Büro arbeitest, dass du als Verkäuferin arbeitest. Es kann sein, dass du auf dem Bau arbeitest. Das spielt absolut keine Rolle. Es geht darum, dass du authentisch bist dort, wo du bist. Dass du zu dir stehst dort, wo du bist. Das will deine Seele. Das will sie ausdrücken. Dass du einen Raum erschaffst, wo du dich wohlfühlst und damit auch alle anderen ansteckst, die um dich herum sind. Weil die wollen sich auch wohlfühlen. Also du musst nicht für die anderen schauen, sondern höre auf deine Seele, wie du für dich einen Raum gestalten kannst, wo du dich heimisch fühlst, geborgen fühlst, aufgehoben fühlst, wohlfühlst. Und deine Seele zeigt dir wie.
Deine Seele zeigt dir die Schritte, wie du mehr und mehr ins Vertrauen kommst. Deine Seele möchte, dass du Erfahrungen tust, wie es ist, Kontakte zu haben, Erlebnisse zu haben, Erfahrungen zu haben, die glücklich machen, die schön sind, die dich bereichern, die dich berühren. Das will deine Seele jetzt. Vorher wollte sie mit dir erfahren, wie es ist, in der Dunkelheit zu sein. Vorher wollte sie mit dir erfahren, wie es ist, Täter, Opfer zu sein. Ja? Das wollte sie erfahren mit dir, mit deinem Körper, mit deinem Ausdruck. Und glaub mir, du hast das fantastisch gemacht. In vielen, vielen, vielen Leben. Vielleicht tupft dich das ein bisschen an, vielleicht auch nicht. Es geht nicht darum, dass du es glaubst. Es geht einfach darum, dass du es mal zur Kenntnis nimmst, dass du mehr bist als nur dieses eine Leben. Dass du viel mehr in dir trägst, als was du hier gelernt hast. Dass du eine viel höhere Weisheit hast, als was dein Verstand dir eintrichtert. Es geht darum, dass du beginnst, dich wahrzunehmen in deiner echten Größe. Und das ist ja auch eine der großen Ängste, die da herrscht, vor der echten Größe. Ihr habt auch viele Erfahrungen hinter euch, wie es ist, in die eigene Größe zu gehen, und die waren nicht immer alle gut. Jetzt ist eine neue Zeit und deine Seele bittet dich ganz inständig, höre mir zu, lass zu, dass ich mich durch dich zeigen darf, lass zu, dass ich die ganze Liebe, die da ist, für dich, für die Menschen, für die Natur, für diesen Planeten, für das Leben, lass zu, dass wir das auch ganz individuelle Art, ganz authentisch miteinander ausdrücken können. Lass das bitte zu. Sage mir deine Bedürfnisse, sage mir deine Wünsche, deine Seelenwünsche, deine tiefsten Herzenswünsche und befehle mir, dass ich dich dabei unterstütze, dass du dich verwirklichen kannst. Es ist wichtig, dass du mir auch sagst, was du in diesem Leben gerne noch hättest. Und sage auch ganz bewusst, alles, was aus der Liebe jetzt geschehen kann, ja. Was aus der Angst ist, vergiss es, was ich da auftrage dir. Und deine Seele hört dir zu und bringt dich mit dem in Kontakt, was jetzt in dein Leben gehört. Sie bringt mich mit dem in Kontakt, wo du wirklich in deine echte, wahre Fülle hineinkommst, in deine echte, authentische Haltung hineinkommst. Das ist die Aufgabe von jedem Einzelnen. Und benutze die Weisheit deiner Seele, um deinen Alltag auch zu gestalten und auch für die Gemeinschaft was tun zu können. Wenn du in dir ruhst, wenn du ausstrahlst, da bin ich. Das bin ich, so wie ich bin, mit allen meinen Facetten, mit all dem, was ich je erfahren habe. Bereicherst du dein Feld. Und andere kommen auch so dazu. Und dann könnt ihr euch wunderbar seelisch vernetzen und ganz viel Neues bewirken. Das Neue soll aus der Liebe entstehen, aus Vernetzung entstehen. Aus Seelenvernetzungen entstehen, nicht aus der Angst. Also fühle ganz tief hinein. Du kannst es auch mit Atmen machen. Du kannst Musik ganz leise, Meditationsmusik hören, um die Verbindung mit deiner Seele immer mehr und mehr wahrzunehmen. Die Stille ist ein guter Moment. Und wenn du mit deinen Bedürfnissen deiner Seele sagst, hallo meine liebe Seele, mein Bedürfnis ist endlich, es darf auch was Materielles sein, ja? Endlich mehr Erfolg zu haben in dem, was ich tue. Bitte führe mich dorthin. Dann höre auf die Impulse deiner Seele, wie sie dir zeigt oder mitteilt, sagt, wie du das machen kannst. Dass du gehört wirst, dass du gesehen wirst. Erfolg hat ganz viel damit zu tun, gesehen, gehört, wahrgenommen, ernst genommen zu werden. Und es geht nur, wenn du dich in deinen Bedürfnissen auch ernst nimmst. Deine Seele
will sein mit dir in deinem Körper. Deine Seele will wirken durch dich mit deinem Körper. Deine Seele will in Einheit sein mit dir, mit deinem Verstand, mit deinem ganzen Wesen, das du bist. Deine Seele bittet dich darum, bitte sich mit dir ganz zu verbinden, sie ganz anzunehmen, all dem, was ihr je erlebt habt. Außerhalb dieses Planeten, innerhalb dieses Planeten. Und du kannst diese Weisheit, diese Bibliothek, die deine Seele beherbergt, kannst du benutzen, um deinen Alltag friedlicher, toleranter, verständnisvoller, liebevoller, freudvoller, mit mehr Leidenschaft und Lust, kreativ zu gestalten. Wir wünschen dir bei der Kontaktaufnahme mit deiner Seele, bei dem Zuhören deiner Seele, ganz viel Freude. Herzlichst, deine universellen Energien. Ja, diese Arbeit, da Seelen zu hören, Seelen zu lauschen, Seelen wahrzunehmen, ist für mich auch eher neu. Aber es ist eine wunderbare Arbeit, um Menschen auch weiterzuhelfen auf ihrem Weg, sich bewusster zu werden, was sie wirklich wollen. Es wird so viel angeboten, links und rechts herum, dass man gar nicht mehr weiß, was ist echter Erfolg, was will ich wirklich, was sind echte Bedürfnisse und was sind eingetrichterte Bedürfnisse von irgendwoher mit alten Glaubenssätzen. Und jede Seele hat eine Essenz, die sie gerne nach außen geben will. Und meine Seele hat mich wieder mal ein Stück weit von meiner alten Art und Weise zu sein weggebracht. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das umsetze, was mir meine Seele da alles mitgeteilt hat. Aber ich weiß, dass es Schritt für Schritt machbar sein wird. Und ich lasse mich auch ein bisschen überraschen und bin im Vertrauen, mehr und mehr im Vertrauen, dass meine Seele den Weg kennt. Und dass sie mich dann schon stoppt, wenn ich da wieder irgendwo rechts oder links abschwinke. Wir sind Menschen, nichts anderes. Aber wir sind Menschen, die jetzt dabei sind, das eigene Bewusstsein zu klären. Und dadurch bewusster handeln zu können, klarer behandeln zu können, friedlicher handeln zu können. Und das ist das, was mich immer wieder berührt, wenn ich das mit einem Menschen erleben kann, erfahren kann. Ich wünsche dir auch viel Spaß beim Kontakt mit deiner Seele und glaube mir, es lohnt sich, ihr zuzuhören. Selbstverständlich kannst du hier unten einen Kommentar geben, wie du mit deiner Seele in Kontakt gekommen bist, wenn du magst. Ich werde auch immer wieder mal eine Meditation verlinken, die dich dabei unterstützt, immer mehr und mehr in Verbindung zu kommen. Nutze das.